liebe Leseratten, nach gefühlten 5 Jahren gibt es endlich mal wieder einen Bücherstapel von mir. Der Grund für die Verzögerung, für diese unglaublich lange Verzögerung, ist diese Schwarte. Ihr seht schon, die ist einigermaßen dick. Und jetzt, wo ich immer ein Buch pro Sendung machen möchte, kann ich auch ganz feierlich wieder live enthüllen, kann ich wieder mein Buch entblättern. Ihr seht, es ist etwas angeschlagen, aber ich muss dazu sagen, also ich habe das Buch gestern durchgelesen und das ist genau gestern passiert. Wirklich bei den letzten Seiten. Und jetzt werde ich das mal wieder feierlich enthüllen. So schnell geht's. Ja, ich möchte heute reden über Kazuaki Takano Extinction. Extinction, ich weiß auch nicht, warum die Titel immer nicht übersetzen, heißt im Grunde nichts anderes als Aussterben oder Vernichtung. Und tatsächlich geht es auch hauptsächlich darum in dem Buch, also um Evolution, um neue Arten. ganz kurz zusammengefasst, es geht darum, dass im Kongo ein Kind auftaucht bei einem Pygmäenvolk. Das ist, glaube ich, zu Beginn des Buches schon 3 Jahre alt. Und dieses Kind ist sozusagen die nächste Evolutionsstufe. Also es ist schon noch menschlich, aber es sieht ein bisschen anders aus anscheinend und hat halt wirklich geistige Fähigkeiten, die sich ein normaler Mensch gar nicht mehr vorstellen kann. Es geht im Grunde darum, dass die amerikanische Regierung davon Wind bekommt, durch einen Wissenschaftler, also sie fangen irgendwie so eine Kommunikation von einem Wissenschaftler ab, der bei diesem Pygmäenvolk lebt und sich eben auch darum kümmert, dass dieses Kind geschützt ist. Und ja, die amerikanische Regierung bekommt Wind davon und die haben dann plötzlich Angst, weil sie halt wissen, wenn sowas passiert, dieser Mensch, der hätte natürlich dann auch mathematische Fähigkeiten, die einfach nicht vorstellbar sind und könnte wahrscheinlich sämtliche Codes knacken und die ganzen Geheiminformationen von denen entschlüsseln. Und ja, so beschließen sie halt, also der Präsident beschließt dann halt, dieses Kind muss getötet werden. Und dafür wird dann so eine Söldnertruppe zusammengestellt. Mehr möchte ich zu dem Plot gar nicht sagen. Parallel dazu geht es noch um einen jungen Japaner, der nach dem Tod seines Vaters seine Forschung übernimmt und ein Heilmittel entwickeln soll für eine bislang tödliche Krankheit, von denen eben hauptsächlich Kinder betroffen sind. Und wie das miteinander verzahnt ist, das möchte ich wie gesagt gar nicht jetzt hier sagen, weil das macht auch ein bisschen die Spannung von diesem Buch aus. Wie ich dazu gekommen bin, also ich habe schon mal, glaube ich, erzählt, ich bin ja an sich nicht so der Thriller-Leser, hatte aber vor Jahren mal Frank Schätzings Der Schwarm gelesen und wirklich geliebt. Diese Mischung aus wissenschaftlichen Fakten und Fiktion und das eben spannend verpackt, das hat mich fasziniert. Habe danach sowas in der Form nicht mehr gelesen und dachte vor kurzem mal, irgendwie hättest du mal Lust drauf. Und prompt zu diesem Zeitpunkt habe ich Werbung für dieses Buch gelesen und dachte, nimmst du einfach mal. Wirklich blind drauf los. Ich hatte keine Kritiken groß gelesen. Ich wusste grob, worum es geht, eben um Evolution. Und dachte, versuch's mal. Ich bin etwas hin und her gerissen, ob ich das nun gut fand oder nicht. Dass ich es durchgelesen habe, spricht eigentlich für sich. Also sonst würde ich, glaube ich, nicht mich durch, lasst mich lügen, knapp 600 Seiten quälen, genau. Und das spricht eigentlich schon dafür, dass es einigermaßen spannend war. Es gab so gewisse Längen, also gerade so im letzten Drittel, würde ich sagen, hatte ich das Gefühl, es wurde tatsächlich ein bisschen übertrieben, wo ich mir gewünscht hätte, dass einfach vieles geraffter gewesen wäre. Aber ganz zum Schluss hin wurde es dann wirklich nochmal sehr spannend und insofern sehr gut. Was mich ein bisschen stört und was eigentlich wirklich der größte Kritikpunkt ist, ist, dass dieses Wissenschaftliche für meinen Geschmack etwas zu übertrieben war. Es ist schwer zu sagen. Also zum einen gibt es so viele Felder, die da beackert werden. Also es gibt auf der einen Seite das mit der Medikamentenentwicklung, also wirklich so dieses medizinisch-pharmakologische. Dann geht es stark um Evolution und darum,
wie das eben auf sich auf die heutige Menschheit auswirken wird. Da wurde immer wieder Vergleiche gezogen zwischen Homo sapiens und Neandertaler, dass eben der Homo sapiens den Neandertaler nicht einfach nur verdrängt hat, sondern teilweise wirklich ermordet, getötet hat, um seine Vorrechtsstellung zu halten. Und dann ging es noch um Entschlüsselung, um Codes und sowas. Und ja, dann wird halt auch noch dieser militärische Hintergrund von den Söldnern noch beleuchtet. Teilweise war mir das vieles zu ausführlich auch. Also da wurde sehr, sehr in die Tiefe gegangen, was wahrscheinlich für den Autor spricht. Also ich kenne jetzt seinen Hintergrund nicht, aber es wurde wirklich, also gerade bei dem medizinischen ging das sehr, sehr stark auch ins Detail, wo ich dann einfach auch als Normalleser ein bisschen abschalte, weil das ist... Ich habe einfach diese Basis nicht und verstehe dann viele Zusammenhänge nicht. Und für mich ist das dann so, ich lese das halt so runter und warte im Grunde darauf, dass irgendwann mal wieder mal Action passiert, wo ich mithalten kann. Und das ist so der größte Kritikpunkt dran. Und wenn das ein bisschen reduziert wäre, wäre, glaube ich, auch das Buch dünner und dann wäre es irgendwo ein bisschen stringenter alles. Aber letztendlich, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr spannend miteinander verzahnt. Und wer auf sowas steht, also wirklich so diese Mischung aus Wissenschaft und Spannung und ja, ist auf jeden Fall gut beraten. Und es ist, ja, ich bleib dabei, es ist ein Tipp. Wie gesagt, man muss sich auf 600 Seiten einlassen und deswegen hat das ja mit dem Bücherstapel jetzt auch so lange gedauert. Ich glaube, ich habe keine 5 Jahre gebraucht, wie ich am Anfang behauptet habe. Weiß nicht, 1,5 oder 2 Monate. Irgendwo sowas um den Dreh rum. Mein nächstes Buch, das kennt ihr jetzt auch schon aus einem älteren Bücherstapel, habe mich jetzt entschieden, mit Stephen King anzufangen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht nochmal was darüber erzählen. Ich werde es einfach mal versuchen. Und mal sehen. Also vielleicht mache ich, wenn ich dann tatsächlich den ersten Roman durchgehe, komme, das sind ja 2 Romane davon, wenn ich den ersten schaffe, wenn ich dranbleibe, dann mache ich vielleicht da dann schon mal einen Bücherstapel. Möglicherweise mache ich auch erst einen, wenn ich beide durchgelesen habe. Es kommt darauf an, wie schnell das geht. Also ich meine, Stephen King liest sich ganz gut runter. Und insofern freut euch auf die nächste Sendung mit diesem Buch. Und neu habe ich nur eines diesmal. Also ich muss mal wieder ein bisschen Bücher zusammensuchen. Ich habe viel auf meiner Wunschliste. Ich glaube, ich muss mal wieder ein Bücherpaket bestellen. Bis dahin habe ich jetzt erstmal nur eins aus dem öffentlichen Bücherregal mitgenommen. Und zwar ist das Ivanhoe oder Ivanhoe oder wie auch immer man es ausspricht von Sir Walter Scott. Was, glaube ich, eher ein Jugendbuch ist. Aber ich habe es gesehen und dachte, ja, doch, irgendwie sagt mir das was. Das ist vermutlich auch ein Klassiker, den man mal gelesen haben sollte. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Habe schon gesehen, das finde ich ganz süß. Das ist halt mit dem öffentlichen Bücherregal. Hier hat jemand ein Bonbonpapier drin vergessen, wahrscheinlich ein Lesezeichen. Momentan lasse ich es mal noch drin, aber das ist so dieser Charme von diesen Büchern, die man da mitnimmt teilweise. Das, wie gesagt, werde ich vielleicht nicht unbedingt dann bald lesen, weil, weiß ich nicht, mal sehen. Also erstmal gucken, wie der dunkle Turm läuft und wie schnell ich da durchkomme und was ich eigentlich noch so auf meiner Liste hatte, die ich mir jetzt dann bald demnächst wieder bestellen werde und das war es auch schon zum Bücherstapel, der in der Form jetzt, wie gesagt, künftig auch passieren soll. Das heißt wirklich ein Buch pro Sendung, damit ihr euch gezielt raussuchen könnt, was euch interessiert oder eben auch überspringen könnt, wenn ihr Sachen vorhabt zu lesen und nicht gespoilert werden wollt, weil, ja, ich verrate zwar nicht alles, aber ein bisschen eben schon, wie ihr gemerkt habt. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin gute Lektüre und wenn ihr, wie gesagt, der dunkle Turm gelesen habt, könnt ihr mir gerne auch spoilerfrei ein paar Infos dazu geben, weil ich weiß, dass das was Größeres ist und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Bücherstapel. Bis dann! Okay, einen Nachtrag habe ich dann doch noch, weil ich ja jetzt gemerkt habe, mit meinen neuen Videos, meinem neuen Format, habe ich doch ein paar mehr Zuschauer gewonnen und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen für mein eigenes Buch. Weil es hierhin passt und weil ich wirklich gerne möchte, dass es noch viel, viel mehr Leute lesen, weil ihr es in der Hand habt, dass ich auf die Fortsetzung schreibe, weil im Augenblick schreibe ich was anderes und die Fortsetzung dazu ist aber geplant und es
geht. Ich werde es auch nochmal verlinken. Wahrscheinlich werde ich zu Amazon linken und zur Verlagswebseite, wo man eine Leseprobe sich runterladen kann. Jedenfalls geht es um eine Elfe. Und die ist ganz unelfenhaft, also die flucht sehr viel, sie trinkt auch, sie raucht und sie löst Verbrechen. In der Regel sind das bisschen komische, paranormale, märchenhafte Fälle. Und ja, es ist ein Krimi, es ist Fantasy und es ist lustig. Und ich würde mich echt freuen, wenn es ein paar mehr Leute lesen und wenn ihr mir Kommentare dazu hinterlasst oder auch bei Amazon eine Kritik schreibt. Und ja, wie gesagt, lest es.